Ja, herzlich willkommen auf der Etsy-Modellbauer. Heute Express LAS mit Hot Sensor. Gleich nach dem Intro. Ja, heute wollen wir hier meinen DIY-Empfänger hier Express LAS, der basiert ja auf ESP32 und den will ich hier verbinden mit meinen Hot-Sensoren, die ich mal selber gebaut habe, beziehungsweise hier habe ich auch mal einen Originalsensor. Und das wollen wir mal ausprobieren, ob wir hier die Telemetrie über Express LAS übermitteln können. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Video rein. Viel Spaß dabei, auf geht's! Ja, hier haben wir meinen DIY-Empfänger. Ja, ich zeige euch nochmal eben hier die Belegung. Ich hatte ja hier die 10 Kanäle rausgeführt mit den Farben. Schwarz, Minus, Rot, Plus und Gelb ist das Signal. Dann haben wir hier vorne an der Stelle nochmal Plus, Minus und RX und TX. Und die zwei äußeren waren ja die Spannungsmessung für den Akku. Also wir haben hier quasi schon einen Spannungsmesser-Telemetriesensor integriert. Jetzt wollen wir ja den Hot-Empfänger hier anschließen. Der hat ja hier drei Anschlüsse, wie ihr seht. Einmal Plus, Minus und das T-Signal. Das mussten wir ja immer in den Graupner T-Signal reinstecken in dem Empfänger. Haben wir hier ja nicht. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das einmal über die serielle Schnittstelle hier zu machen. Jetzt aber mit der neuen Version hier 3.5. ist bei den ESP32-Empfängern die Option hinzugekommen, dass wir eine zweite serielle Schnittstelle machen können bzw. aufmachen können. Und bei dem ESP ist das so, wir können hier sagen, dass jeder Pin seriell ist von den Eingangspins hier. Und das ermöglicht uns jetzt einfach zu sagen, wir nehmen hier Kanal Nummer 10 zum Beispiel und schicken den um hier auf serielle Schnittstelle 2 und stellen die entsprechend auf Telemetriesensor Hot ein. Das ist nichts Neues, das geht auch schon länger mit den Telemetriesensoren. Das Problem war immer nur, man hatte eine serielle Schnittstelle, die war dann belegt durch die Sensoren. Also konnte man zum Beispiel kein S-Bus mehr ausgeben oder Crossfire, um das weiter zu verarbeiten. Ja, als erstes nehmen wir den Empfänger mal in Betrieb und verbinden den mit dem Sender und dann schauen wir im Sender, wie wir das einstellen können. Es gibt zwei Wege, einmal Sender und einmal am PC. Zeige ich euch dann beide, wie wir das machen können. Ja, ich habe den Aufbau hier soweit fertig. Ich habe jetzt hier einfach mal den Empfänger versorgt, hier über den Kanal 5 Spannung drauf gegeben und hier habe ich ein Servo an Kanal 1. Die Verbindung ist hergestellt, sieht man an der Farbe. Und ich kann hier am Sender die Servobewegung entsprechend ausführen. Ich zeige euch jetzt hier, wie wir den Hot-Sensor ans Laufen bekommen. Den wollen wir hier, so wie er ist, hier unten an Pin 10 oder an Kanal 10 einstecken. Also wir wollen Kanal 10 die Zugehörigkeit ändern. Und das machen wir ganz einfach über das Lua-Skript vom Express LAS. Dazu gehen wir hier in die Systemsteuerung rein. Dann sind wir schon in den Tools und können hier über Express LAS jetzt erstmal hier auf das interne oder extern eingebaute Modul. In meinem Fall habe ich ja hier noch mein Nomad X-Band im Sender drin. Und hier können wir jetzt runter scrollen auf Other Devices. Und dort müssten wir jetzt hier meinen DIY-Empfänger finden, weil der ist ja gebunden. Da gehen wir einmal drauf. Jetzt lädt er da die Einstellungen runter. Wie ihr seht, haben wir hier oben nämlich jetzt schon die Auswahl Protokoll und Protokoll 2. Mein Fall ist Protokoll 1 bzw. Protokoll auf S-Bus und 2 ist noch ausgeschaltet. Das heißt, hier die serielle Schnittstelle, die weißen Pins, ist jetzt auf S-Bus und Protokoll 2 ist in meinem Fall noch aus, habe ich aber auch noch gar nicht zugeordnet. Ja, zuordnen tun wir das Ganze hier im Output Mapping. Da gehen wir einmal drauf. Und jetzt können wir hier oben den Channel Output, das sind hier die Pins. Wir wollten ja Pin Nummer 10 nehmen, aber wir gehen mal eben hier, ich zeige euch das mal eben, wir gehen mal eben hier runter auf Pin 1. Wenn wir den auswählen, lädt er nämlich dann die Einstellung für den Pin 1. Kann man durch den Ladebalken hier oben sehen. Der steht im Moment so, dass der auch den Input von Channel 1 auf dem Output von Channel 1 ausgibt. Man kann nämlich hier auch sagen,
ich will Kanal 1 auf Kanal 3 und so weiter ändern. Der Output-Mode ist 50 Hertz, das ist in Ordnung und wir sind nicht invertiert. Also wir könnten die Richtung entsprechend für den Kanal auch noch ändern. So, wir wollten ja hier in Kanal 10 was ändern. Dazu gehen wir auf Kanal 10 und hier haben wir entsprechend immer noch Kanal 10 als Input und den Output-Mode ist 50 Hertz. 50 Hertz für die Servoansteuerung ist das. Das wollen wir jetzt ändern. Da kann man nämlich drauf drücken. Jetzt können wir nämlich die Ansteuerung höher stellen und niedriger stellen. Wenn man solche Digital-Servos hat, die kann man dann entsprechend damit ansteuern. Für so ein normales Standard-Servo würde ich immer die 50 Hertz bevorzugen. So, das Ganze können wir ausschalten auch. Dann haben wir gar keine Funktion. Dann können wir D-Shot drauflegen. Das ist hier für die Kommunikation mit ESCs. Beim Copter zum Beispiel kann man da dieses auswählen. Jetzt können wir I2C, SCL-Leitung auswählen, SDA-Leitung auswählen. Und jetzt kommen wir zum Interessanten. Jetzt können wir nämlich hier Seriell 2, TX und RX auswählen. In unserem Fall müssen wir hier jetzt Seriell 2, TX auswählen. Seriell 1 können wir in unserem Fall jetzt hier nicht verschalten, weil wir das in der Hardware schon explizit hier auf die weißen Pins gelegt haben. Aber da gehen wir gleich auch noch drauf ein, weil das ist nämlich dann auch die zweite Methode, wo wir das entsprechend ändern können. Wir wählen jetzt hier TX aus, dann startet der Empfänger einmal neu und verbindet sich wieder mit dem Sender. Jetzt gehen wir einmal hier zurück. Jetzt müssen wir natürlich noch das Protokoll ändern. Das hätten wir auch vorhin schon machen können. Jetzt gehen wir hier drauf und stellen das Ganze auf Hot Telemetrie. Startet der Empfänger wieder neu. Jetzt könnten wir den Sensor auch schon anschließen. Hier einfach auf Kanal 10 einstöpseln. Und hier schließe ich jetzt einfach mal einen Akku an. Ein 4-Zellen-Akku müsste so 16 Volt anzeigen. So, wir gehen wieder in die Hauptanzeige. Wir gucken mal, ob das jetzt was anzeigt. Kann aber natürlich sein, dass wir ihn einmal neu starten müssen, damit der Hot-Telemetrie initialisiert. Wir gucken aber einfach mal nach. Gehen wir hier in die Modelleinstellungen. Gehen wir auf Telemetrie. Hier gehe ich immer gerne hin und mache jetzt erstmal, lösche mir alle Sensoren, dann habe ich alle weg und drücke dann einmal auf Start. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier entsprechend schon eine Anzeige haben. Und wie ihr seht, hat das sogar funktioniert, jetzt ohne Neustart, also brauchen wir nicht unbedingt neu starten. Da sind jetzt die 16 Volt RX Battery 16 Volt. Jetzt fragt ihr euch sicher, hier haben wir ja auch eine Batterie. Messung und das ist so gebaut. Das finde ich ganz interessant. Das ist so, wenn wir einen externen Sensor haben, dann werden die Werte einfach überschrieben. Das heißt, wir haben jetzt einen externen Sensor. Das heißt, die Sachen werden jetzt von dem Sensor umgeleitet hier drauf. Natürlich haben wir hier auch noch Current und Kapazität und die Batterieprozent. Die Batterieprozent kommen jetzt auch aus dem kleinen Sensor hier von Graupner. Da kann man nämlich sagen, wie viel Kapazität noch im Akku drin ist. Das errechnet er aber, glaube ich, über die Voltanzahl, weil der Sensor kann ja nur die Spannung messen, er kann keinen Strom und keine Kapazität messen. Ja, die vier Sensoren rügen daher, weil das im Endeffekt das Protokoll von Crossfire ist, weil der Empfänger macht nichts anderes als den Sensor auswerten und dann die Daten, die er verarbeiten kann, auf Crossfire umlegen und dann per Crossfire an den Sender schickt. Und hier haben wir dann entsprechend das, ich sag mal, den Batteriesensor vom Crossfire. Der beinhaltet nämlich diese vier Werte. Ich habe auch noch hier einen selbstgebauten Strom- und Spannungssensor. Den schließe ich mal an und dann können wir auch mal ein bisschen Strom machen. Und dann könnt ihr auch sehen, dass das funktioniert. So, hier werde ich jetzt aber einmal den Empfänger neu starten. Sind alle Werte hier auf Rot und jetzt müssten die gleich neu kommen. Telemetrie wiederhergestellt. Ja. An meinem Selbstbau im Sensor kann man immer schön sehen, dann blinkt hier unten nämlich die LED, wenn die Buskommunikation vorhanden ist. Das heißt, der funktioniert jetzt auch schon mit dem
Empfänger. Der zeigt noch keine Spannung an, weil ich bei dem Sensor die Masseleitung nicht verbunden habe. Das muss ich mal eben hier provisorisch machen. Und schon haben wir auch hier die 16 Volt. Die kommen jetzt aus dem Sensor raus. Und jetzt können wir einmal hingehen und hier meine obligatorische Halogenlampe schließe ich mal hier an. Die muss ungefähr so 3 Ampere soll die machen. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, 2,9, 3. Und jetzt lassen wir mal eben leuchten. Dann müsste nämlich unten die Milliampere-Anzeige hochklettern. Die war ja bei Hot in 10 Milliampere Schritten. Deswegen können wir hier nur immer 10 Milliampere sehen. Ja, das geht auch. Ja, wie ihr gesehen habt, funktioniert das gut. Jetzt habe ich noch einen Vario-Sensor, den können wir auch mal eben ausprobieren. Das ist der hier, den hatte ich ja auch mal selber gebaut, habe ich auch ein Video drüber gemacht. Den können wir jetzt auch hier hinten anschließen. Gucken wir mal, ob der auch schon arbeitet. Sieht nicht danach aus, deswegen starten wir den einmal hier neu. Ja, wie ihr jetzt hier seht, blinkt hier wieder die grüne LED. Das heißt, wir haben Kommunikation. Jetzt hat er übrigens umgeschaltet, wie ihr seht, hier auf den internen, die interne Messung 4,4 Volt, da ist nichts angeschlossen. Deswegen zeigt er jetzt 4,4 Volt an. Das heißt, der Spannungssensor arbeitet jetzt auf der internen Messung. Jetzt können wir mal ein bisschen hier runter scrollen und jetzt finden wir hier irgendwo, genau, jetzt finden wir hier die Alt und die V-Speed. Das heißt, die Änderung. Das ist ja ein Vario, das heißt, wenn wir jetzt hier bisschen wackeln, ja, dann geht das hin und her. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Luftdruck hier erzeugen können. Ja, dass wir auch mal ein bisschen hier 2 Meter, 1 Meter, das hat auch funktioniert. Ich habe das Ganze mal zusammengeschrieben. Ich habe so eine Excel-Tabelle gemacht, die blende ich euch gleich mal ein. Da könnt ihr sehen, welcher Hot-Sensor welche Daten überträgt und wie er die über das Crossfire-Protokoll überträgt. Ja, hier habe ich mal die Tabelle aufgesetzt, was entsprechend hier gesendet wird. Es werden folgende Unterscheidungen gemacht. Also einmal haben wir den Hot GPS mit Vario, dann gibt es einmal Hot Standard, nur das Vario, so wie ich hier meinen DIY-Sensor aufgebaut habe. Und dann gibt es ja noch dieses GAM, dieses EAM und das ESC-Modul. Ja, fangen wir vorne an beim GPS-Vario-Modul wird einmal das GPS-Crossfire-Protokoll übertragen mit den Längen- und Breitengraden, Ground Speed, die Richtung, die Höhe und die Anzahl der Satelliten. Dann wird gleichzeitig noch das Vario abgeschickt, einmal auch mit der Höhe und mit dem Vertikal-Speed. Das war ja die Änderung plus minus Meter, die wir gesehen haben. Wenn wir nur ein Vario haben, in meinem Fall, dann wird hier auch nur das Vario übersendet. Das ist das gleiche wie hier bei dem GPS. Ja, dann bleiben noch die anderen 3 Sensoren hier über. Da wird einmal das Batteriepaket gesendet. Das hatten wir ja gesehen. Das ist einmal die Voltage, die Courage, die Kapazität und die Remaining. Und dann haben wir hier noch, zusätzlich wird noch das Vario gesendet. Da haben wir einmal die Höhe und die Vertical Speed. Das ist, glaube ich, dem geschuldet, weil man an irgendeinen Sensor noch irgendwelche anderen Sensoren anschließen kann und dadurch diese Speed und das Altitude noch auslesen kann. So ist es aufgebaut. Nur zur Info. So, ich hatte ja gesagt, wir können den Empfänger auch anders einstellen als über den Sender, wobei ich das jetzt über den Sender gar nicht mal so kompliziert fand, weil das ging ziemlich einfach. Wir können auch hingehen und den Empfänger in den WLAN-Modus bringen. Das können wir einmal machen. Dazu gehen wir wieder in die Systemsteuerung, in Express LAS und dann können wir hier über die Wi-Fi-Connection können wir hier den Empfänger, der müsste jetzt gleich grün blinken, RX in den Wi-Fi-Mode bringen. Ja, und jetzt gehen wir an den PC. Wir sind ja jetzt mit dem Wi-Fi verbunden. Jetzt müssen wir ja die IP-Adresse rausfinden. Und das geht am einfachsten, so mache ich immer. Wir gehen über den Konfigurator und dann gehen wir einfach hier rein. Dann poppt hier unten der Empfänger auf
Und hier können wir einmal die IP-Adresse sehen und wir können hier auch die DNS-Adresse auswählen. Das sollte man einmal ausprobieren. Das funktioniert auch meistens. Wenn man mehrere Empfänger hintereinander hat, dann kommt der Router meistens nicht klar. Also man könnte jetzt auch die IP-Adresse hier rein. Also wir könnten auch die IP-Adresse hier öffnen. Seht ihr, dann kommen wir auch auf die Seite. Oder ihr schaut im Router, welche IP-Adresse hier euer Empfänger bekommen hat. Jetzt können wir hier unter Model, sehen wir jetzt im Endeffekt die Kanalzuordnung, ich sag mal, auf einen Blick. Hier können wir nämlich auch die Features der einzelnen Pins sehen und wie ihr seht, kann hier jeder Pin I²C bzw. seriell 2 werden. Und ich habe ja hier unten bei Kanal 10 haben wir ja seriell 2TX eingestellt. Das könnten wir hier unten jetzt genauso machen, wie wir das vorhin über den Sender gemacht haben. Genauso könnten wir das hier jetzt auch wieder rückgängig machen, dass wir jetzt wieder 50 Hertz für Kanal 10 anstellen und dann haben wir einen ganz normalen PWM-Ausgang. Scrollen wir ein bisschen runter. Hier können wir unsere Binding Phrase einstellen. Das haben wir ja alles beim Programmieren schon gemacht. So, jetzt kommen wir hier zum seriellen Protokoll. Das sind die beiden Einstellungen, die wir da tätigen können. Die haben wir im Sender ja auch gesehen. Einmal S-Bus für Protokoll 1, sage ich mal, und für Protokoll 2 bzw. Seriell 2 haben wir Hot-Telemetrie eingestellt. Ja, so könnte man das jetzt hier einstellen. Jetzt hatte ich ja gesagt, warum können wir jetzt hier nicht Seriell 1 auswählen? Das ist dem geschuldet, weil wir in der Hardware, da können wir auch mal hingehen, das ist auch ganz einfach. Das hatten wir auch schon mal gezeigt, wie das geht mit diesem Slash Hardware. Da kommen wir dann dahin. Und hier können wir nämlich genau sehen, dass hier schon explizit 2 Pins eingestellt sind für die serielle Schnittstelle. Hier könnten wir auch die Pins der seriellen Schnittstelle 2 zuordnen. Dazu könnten wir hingehen und die Platine entsprechend ändern, dass wir einfach 2 Serialports machen. Dann hätten wir nämlich 10 Kanäle zur Verfügung und könnten noch 2 serielle Schnittstellen anbringen. Hier steht aber auch schon die Besonderheit, das Ganze funktioniert nämlich nur mit ESP32. Targets only. Aber das hier nur so am Rande, da brauchen wir ja nichts ändern. Das lassen wir so. Ja, das soll es jetzt hier gewesen sein. Hier könnt ihr sehen, wie wir es einstellen. Ihr könnt es aber auch über den Sender machen. Ja, das kann ja jeder selber entscheiden, wie es geht. Es gibt ja immer mehrere Wege, um ans Ziel zu kommen. Ja, ihr habt gesehen, wie wir hier an meinem DIY-Empfänger ganz einfach hier die Sensoren anschließen können. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit den anderen Empfängern hier, die nicht auf ESP32 basieren. Nur da haben wir halt nur eine serielle Schnittstelle und wenn wir da die Hot-Telemetrie aktivieren, haben wir halt keine Möglichkeit mehr, irgendwie ein Summensignal oder irgendwas rauszubekommen. Außerdem müssen wir hier bei diesen Teilen auch noch so ein Adapterkabel bauen. Da habe ich euch aber die Anleitung zu verlinkt, hier zu der Wiki vom Express-LRS. Da steht, welche Diode ihr da einlöten müsst, um das Ganze funktionsfähig zu machen. Ja, ich finde es eine ganz interessante Geschichte, hier seine alten Sensoren wieder zu beleben. Natürlich gibt es auch Nachteil, ihr könnt keine Einstellungen hier machen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie hier was einstellen wollt, kalibrieren oder sowas, dann müssen wir das immer noch über das Hot-System machen. Und den Sensor halt darüber einstellen und dann können wir hier mal ganz normal hier mit dem Express-LAS-Modul verbinden. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder so habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare packen. Und wenn ihr dann noch einen Daumen da lasst und die Nicht-Abonnenten ein Abo da lassen, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns alle wieder, wenn es wieder heißt Ziegewan, der RC-Modellbauer. Ciao!